Und wir sind mal zurück auf der Single Couch 2024 am Goldboden Volksfest. Neben mir sitzt schon wieder Lukas. Lukas, wie alt bist denn du und wo kommst du her? Servus, ich bin der Lukas, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Okay, also ich habe schon gehört, du bist erster FC Nürnberg-Fan und die haben ja halt gegen Schalke gespielt, gell? Und gewonnen. Auf jeden Fall, 3-1 gewonnen, ganz wichtiger Sieg, wunderbares Gefühl und jetzt genießen wir es am Goldbodenfest. Okay, und du sollst deine Traumfrau, die sollte dann wahrscheinlich auch erster FC Nürnberg-Fan sein. So schaut's aus, das ist ganz wichtig. Das wäre wunderbar, das wäre Ziel von mir. Und wenn die jetzt Schalke-Fan wart? Das wäre auch einwandfrei, gar kein Problem damit. Gibt es irgendeinen Club, der nicht okay ist? Auf Förder, Fürth, Spielvereinigung Fürth darf das gar keinen Fall sein und Bayern München, das muss jetzt auch nicht sein. Okay, alles klar. Welche anderen Eigenschaften sollte denn dein Traumfrau mitbringen? Eigenschaften, ja. Sie sollte einfach höflich sein, freundlich sein, schön ausschauen, am besten brünett und das, ja. Okay. Und wo darfst du dann am ersten Date mit ihr hingehen? Hast du schon eine Idee? Ich denke, das erste Date wird eher auf Spazierengehen auslaufen. Vielleicht bei uns in der Nähe gibt es einen schönen See, den Bombachsee. Da kann man schön spazieren gehen. Und ansonsten mal schauen. Okay, also da hast du schon einen groben Plan. Gibt es denn dann eine Eigenschaft an dir, wo du sagst, damit muss eine Frau klarkommen können? Ja, ich bin zweimal die Woche im Fußballtraining. Ich spiele Fußball, da muss ich in halt... In der Kreisliga, oder? Kreisklasse. Kreisklasse, so. Es ist. Okay. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, nee. Okay. Alles klar, jetzt kriegst du zum Abschied noch zwei Glühwein von mir. Die geben zusammen ein Herz. Jawohl. Und das eine ist natürlich für dich und das andere für deine Traumfrau hoffentlich. Und wenn ihr den Lukas kennenlernen wollt, dann meldet euch doch einfach, da unten ist der Kontaktbutton.